Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk. Der Thomas führt das Gespräch gleich mit der Rebecca und er wird sie dann auch vorstellen. Bevor es soweit ist, schalten wir einen kleinen Werbeblock vorweg. Wir sind Managementwissen Online, ein Online-Magazin, das seit tatsächlich 1997 existiert. Und seit der Zeit besprechen wir die Fachliteratur, alles, was sich so rund um das Thema Management, Führung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung dreht. Wir haben uns lange finanziert über Premium-Mitgliedschaften. Das haben wir inzwischen geändert, indem wir alle Inhalte öffentlich machen. Also das ist alles frei zugänglich. Haben allerdings so eine Fördermitgliedschaft inzwischen über die Plattform Steady eingeführt. Das heißt, wer uns unterstützen möchte, ist herzlich aufgerufen, das dort zu tun. Der Link ist prominent auf der Homepage zu sehen. Und das andere wäre natürlich, unsere Newsletter zu abonnieren. Auch da erfahren Sie dann über weitere Web-Talks und aktuelle Artikel und alles, was wir sonst so treiben. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, du bist an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Ja, guten Tag auch von mir. Ich freue mich sehr, dass die Rebecca Rutschmann uns zugesagt hat, heute für diesen Web-Talk zum Thema intelligente Chatbots. Also es geht um Chatbots, um KI und um Coaching. Und wie wir in der Vorbereitung festgestellt haben, ist das ein Thema, was viele Leute auch interessiert. Es gab also sehr viele Anmeldungen und das freut uns natürlich. Ich kenne die Rebecca jetzt schon ein bisschen länger aus der Szene. Wir hatten auch mal zu tun mit der Veröffentlichung, die ihr in der OSC hattet. Der Johannes war so freundlich, schon den Link auf unsere Besprechung einzustellen hier in den Chat. Also wer daran interessiert ist, Hintergrundliteratur zu lesen von euch, das ist auch Open Access, also frei zugänglich, der möge einfach sich da bedienen bei dem Link. Und ja, ansonsten, Rebecca, hab auch so gegrübelt gestern nochmal, wer bist du eigentlich? Also nicht, dass du nachher ein Chatbot bist. Und wenn ja, wie viele? Und Genau. wenn ja, wie viele? Also, du lebst in Karlsruhe und du hast eigentlich einen BWL-Hintergrund, aber du beschäftigst dich auch mit Coaching. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, Rebecca? Wer bist du? Ja, wenn ich das immer so wüsste, ja, du kannst bei meine Kinder fragen. Nee, Quatsch. Ja, ich habe mal internationales Management, aber im Schwerpunkt mit Informatik studiert. Ich wollte schon immer so ein kombiniertes Studium mit Technik haben. Und dann auch ganz früh mit Webentwicklung angefangen und ganz, ganz viel in Digitalagenturen und eigentlich immer in der IT-Szene gearbeitet. Mein ganzes Leben, ich glaube, bis auf 2 Jahre. Und damals habe ich bei Nero gearbeitet, für die, die so früher noch CDs gebrannt haben, ist das vielleicht noch so ein Begriff, ja, macht heute keiner mehr, meine Kinder haben keine Ahnung, was das ist, ja, da habe ich auch meinen Mann kennengelernt und da war ich so Anfang 30 und da hatte ich das Thema Führungskräftekommunikation, ich habe Corporate Communications gemacht und hatte ständig so Führungskräfte bei mir im Zimmer, die sich so ein bisschen, ja, ausgelassen haben, Hilfe angefragt haben, ich hatte da so einen gemütlichen Stuhl, da haben die sich oft reingesetzt, das Zimmer konnte man zumachen, da konnte man alleine sein. Und dachte ich irgendwie, okay, ich kann denen nur helfen, wenn ich irgendwie noch so ein paar Tools an der Hand habe. Ich habe damals auch viel mit HR gearbeitet und habe dann tatsächlich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Damals eine systemische Coaching-Ausbildung, war damals auch noch so eine der jüngsten überhaupt. Und ja, fand das Thema super spannend, hat mich selber weitergebracht und ich habe gesehen, wie viel es eigentlich bewirken kann. Ja, also ich habe natürlich viel mit Leuten aus der Entwicklung, irgendwie aus dem IT-Bereich gearbeitet, aber fand ich super spannend. Und es hat mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Ich habe aber immer eher so internes Coaching gemacht und dann später Agile Coaching. Aber dann hast du das Thema so nochmal gepackt, dass du sagst, ich mache eine eigene Company. Ich kümmere mich um Chatbots im Coaching. Da muss Es man war ja schon auch mal. immer so eine Leidenschaft. Ja. Ich habe damals schon zum Thema virtuelles Coaching, also es war ja 2007, ja, da war das noch verteufelt, überhaupt Telefoncoaching zu machen. Ja, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und dann irgendwann war so eine Phase, wo ich mich hier, ich habe so eine kollegiale Coaching-Gruppe hier gehabt und wir haben uns zusammengesetzt und dann war irgendwie, die haben alle in der IT gearbeitet, hey komm, das muss man noch besser skalieren können oder digitalisieren. Und das war eigentlich eher so ein Fun-Projekt am Anfang, sich zu überlegen, komm, wir machen Design Sprint, wir haben alle Bock da drauf und wir gucken mal, was man da in einer Woche mit 5 Tagen erreichen kann, immer am Feierabend, da weiterzukommen und auf was für Ideen wir kommen. Und so ist es eigentlich entstanden.
Ja gut, Fun-Projekt und Firma gründen ist aber schon noch mal ein Schritt, oder? Ja, ein großer Schritt. Mir hat dann irgendjemand empfohlen, ah, das ist voll die geile Idee, geht doch in diesen Accelerator und pitch da mal. Ja, also wir waren hier im Cyberlab, genau, das ist ein Accelerator für junge IT-Startups und da haben wir dann quasi gedacht, ach ja, warum nicht? Ist ja mal spannend, ja, sowas zu machen. Und ja, wir haben dann einen Platz gewonnen in dem Accelerator. Und haben dann tatsächlich ein halbes Jahr erstmal Prototypen gebaut, damals noch auf Papier. Ja? Also wir haben tatsächlich am Anfang die Leute jede Seite einmal umdrehen lassen, ja, um so den Ablauf von dem Chatbot zu simulieren und zu gucken, hilft es überhaupt, ja? Also so in die Richtung zu gehen und da wirklich was zu entwickeln, bevor wir wirklich auch nur eine Zeile Code geschrieben haben. Und dann habt ihr es tatsächlich gemacht. Ihr habt Ja. eine Firma gegründet und was genau macht ihr? Ihr baut Chatbots, ihr arbeitet mit KI. Erklär noch mal ein bisschen genauer, was macht ihr heute? Also, womit haben wir angefangen? Wir haben eigentlich damals war KI tatsächlich noch nicht so weit. Ja? Damals konnte man, das war 2019, sowas schon wie Emotionen erkennen oder Anliegen erkennen, also Intent Recognition, also es ist kein Coaching-Anliegen, sondern was möchte der User eigentlich? Ja, was ist sein Intent? Und haben dann festgestellt, das hilft in dem Moment im Coaching eigentlich nicht, weil wir wollen ja, dass der Coachee selber seine Emotionen für sich, ja, reflektiert und erkennt. Hilft jetzt nicht, wenn das System macht. Haben uns dann entschieden, erstmal einfach nur mit geskripteten, nennt man das, Chatbots, also quasi so eine Reihenfolge, wo man einen Entscheidungsbaum entlang geht, zu bauen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht und damit angefangen. Um dann quasi nach und nach das immer weiter zu erweitern, ja, und zu nutzen und hatten dann so die ersten Pilotprojekte auch in größeren Unternehmen. Also geskriptete Chatbots, das hört sich noch so ein bisschen einfach an, ne? Kann man natürlich sich auch größer vorstellen. Aber dann ist es doch noch mal ein Schritt zum Thema KI. Jetzt arbeitet ihr auch mit KI. Was ist da passiert? In den letzten Monaten muss ja irgendwas Gravierendes passiert sein, oder? Okay, schon im Sommer 2020 kam ja GPT-3 raus, ja, also der Vorläufer quasi von ChatGPT. Und damals, wir haben das immer auf der Platte gehabt und haben gesagt, wir machen so eine Hybride, also wir können ja in unsere quasi in diese Abläufe können wir jederzeit immer so ein Stück so eine künstliche Intelligenz rein integrieren an bestimmten Stellen. Das war schon immer unsere Idee und dementsprechend haben wir diese Plattform auch aufgebaut. Und als wir dann gesehen haben, oh, ja, jetzt kommt mit GPT-3 kommt es immer mehr in dieses menschenähnliche Sprache und dass man richtig auch anfangen kann, Konversationen zu führen und dass es auch hilfreich ist, hatten wir das schon auf der Platte. Und dann, klar, jeder weiß, was im November 2022 passiert ist, ja, mit dem Release von ChatGPT. Und da waren wir tatsächlich dann auch wirklich so die ersten, also den Tag, nachdem die API im März dann öffentlich gemacht wurde, waren wir eigentlich schon live mit Alpina. Ja, wir hatten natürlich viele Sachen schon als Konzept vorliegen und vorbereitet und uns schon genau überlegt, wie man sowas, ja, integrieren und machen kann und haben Alpina dann damals als erstes exploratives, ja, Tool mal online gestellt und geguckt, was da passiert. Und was passierte? Naja, es ist eine ganz andere Erfahrung, ja. Wer die Erfahrung noch kennt von den geskripteten Chatbots, die natürlich handmade with love, ja, mit viel Know-how und conversational design. Ich habe gestern mal ausgerechnet, wir haben früher für ein so ein Topic-Thema 4 Wochen Entwicklung gebraucht. Ja, also vom Prototyping, User-Testing, dann Übertragung ins System. Jede einzelne quasi Nachricht wurde dann ja noch handkuratiert, ja, quasi, oder nochmal drüber geguckt, nochmal getestet. Und natürlich mit ChatGPT, mit damals GPT-3.5, also das ist der Algorithmus, quasi das Modell, das damals dann als erstes öffentlich wurde, ging es natürlich innerhalb von ein paar Stunden inklusive Testing. Ja, also das, wenn man wusste, wie man, es ist natürlich ein ganz anderes System. Vorher hast du natürlich alles dir so runtergeschrieben, ja, Stück für Stück und wie das alles im Ablaufplan gemacht. Und jetzt musst du es natürlich, was wir Prompten nennen, also in menschlicher Sprache mit dem System zu sprechen, ist eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Und dadurch hat das natürlich ganz viel verändert.
Jetzt nochmal zum Verständnis. Also, wie funktioniert denn eigentlich so die KI? Was macht die und worauf greift die denn jetzt zu? Also vor allen Dingen auch eure. Ich höre so raus, Alpina ist euer Chatbot. Das ist quasi unser Experimentiertool, ja. Also so, dass wir dann irgendwann mal geguckt haben, um zu schauen, wie weit können wir das pushen, ja, wie weit können wir quasi mit diesen neuen Sprachmodellen wirklich eine Coaching, ja, ein Coaching quasi to mimic, also simulieren. Ja, und da haben wir dann quasi ganz viel mitgeschaut, was geht, was geht nicht, was sind die Capabilities, also was sind die Möglichkeiten, was kann. Ja, so ein Large Language Modell. Und das ist natürlich eine andere Art von KI, als die wir vorher gehabt haben. Vorher wurden Chatbots ja vor allem über Natural Language Processing betrieben, ja. Und mit dieser neuen generativen KI, die wirklich neuen Content auch generieren kann, anhand von riesigen Datensätzen im Hintergrund, aus denen sie gelernt hat. Ja, das heißt, das wird irgendwie wirklich. Wird die nächste Wahrscheinlichkeit immer ausgerechnet von einem Wort im Satz. Und dadurch entsteht was komplett Neues. Das heißt, der sagt niemals das Gleiche. Das heißt, wenn ich den gleichen Chatbot fünfmal mache, passiert fünfmal was anderes, auch wenn ich für mich selber jeweils die gleichen Sachen eingebe. Damit wir die Zuschauer hier nicht verlieren, versuche ich noch mal ein bisschen genauer rauszukriegen, was genau funktioniert hier. Also eine KI holt sich Input, riesige Datenmengen, beispielsweise aus dem Internet, ja, frisst die ganze Wikipedia oder sowas und kann dann Wahrscheinlichkeiten berechnen für Fragen. Oder wie macht ihr das? Ja, ist ein bisschen, also ich versuche es mal irgendwie, mich als runterzusetzen. Genau. Im Grunde, es hat gelernt aus riesigen Datenmengen, alles, was da draußen im Internet, Google Scholar, alle möglichen Bücher, die frei verfügbar sind, ja, aus all diesen Datensätzen, die sind im Hintergrund, hat das quasi gelernt, ja, in verschiedenen Layers und gelernt, Verbindungen zu Wörtern herzustellen. Ja, das heißt, man kann sich vorstellen, dass Frau in der Nähe von Prinzessin oder Königin oder wie auch immer ist, ja, und stellt ständig Verbindungen zu anderen Wörtern, wobei das nennt man da jetzt Tokens, aber das geht jetzt einen Schritt zu weit, ist aber ähnlich wie was wir als Wörter verstehen, ist nur die Art und Weise, wie eine KI quasi spricht, und kann daraus dann letztendlich quasi Text verfolgen. Wenn ich eine Frage stelle, dann gibt es nachher eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, was ist das nächste Wort, das in der Sequenz kommt. Ja, und ich stelle dann quasi eine Frage, er geht dann raus und guckt irgendwie in seinem ganzen, guckt oder hat quasi in seinem ganzen Datensatz was gelernt und rechnet dann die Wahrscheinlichkeiten aus, mit dem das nächste Wort jetzt kommen soll. Und daraus entsteht tatsächlich was wir wahrnehmen als eine sehr menschliche Kommunikation. Ja, auch wenn wir es mit einer Maschine, mit einem Algorithmus im Hintergrund zu tun haben, der aber verblüffend echt wie ein realer Mensch, ja, wie wenn ich jetzt hier mit meinen Kindern oder mit meinem Mann chatte, mit mir in Kommunikation tritt. Rebecca, dann ist die Maschine doch eigentlich total dumm, ne? Also die rechnen ist nur eine Wahrscheinlichkeitsmaschine, die Die kann irgendwas super berechnet. Wahrscheinlichkeiten berechnen, also Ja, dumm ist das sie kann sie. nicht. Ja, aber das Genau. kann sie. Und jetzt frage ich mich Thomas, kann ich natürlich, eine Frage einwerfen, weil da was kommt, das ja, gleich. habe ich gesehen, die Frage, da bin ich ja dran. Nee, Sorry. wollte nur noch was im Vorfeld, weil ich das auch verstehen wollte, was Rebecca gerade erzählt hat. Wie so eine KI funktioniert, hast du jetzt erklärt, also wie die generell funktioniert, aber ist das dann auch der Datensatz, mit dem der Coaching-Bot arbeitet, oder hat der andere Quellen? Weil das passt ja zu dieser Frage auch hier. Okay. Welche Quellen nutzt ihr denn überhaupt? Der hat im Grunde genommen all das hinten dran. Ja? Also der kennt tatsächlich, wenn man einfach nur mal in ChatGPT reingeht und fragt, der kann dir alles zu systemischem Coaching erzählen, der kann dir alles zu Solution-Focused Coaching erzählen. Ja, also das ist nicht immer alles tausendprozentig richtig. Ja, manche Dinge muss man nachgucken, aber wir sind uns auch immer nicht sicher, wie bestimmte Modelle ausgelegt werden. Ja, da ist ja viele Datenquellen im Hintergrund. Und was wir dann aber machen, und das ist jetzt das Spannende, ist, dass wir das Ganze wie so ein Framen. Ja, also dieser Prompt, den wir im Hintergrund generieren und die Technik, die wir hinten dran aufgebaut haben, die erlaubt tatsächlich nur Coaching-Konversationen. Ja, wenn du Alpina mal fragst, ob sie dir
sagen kann, wer der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten ist, dann sagt sie dir in der Regel, und hoffe ich, dass es auch sehr zu 99,8%, dass sie, dass es eine schöne Frage ist, dass es jetzt aber schön wäre, wenn wir bei dieser Coaching-Konversation bleiben, und stellt die Frage, die sie vorher gestellt hat, zu deinem, ja, zu deiner Reflexion einfach noch. Also ihr habt ein Filter-Framework, der das So Ganze kann jetzt man es nennen, nochmal, genau. ja, konzentriert auf Coaching, weil ich denke mir so, wenn so eine Maschine das ganze Internet frisst, ne, also Brockhaus, Wikipedia, keine Ahnung, alle möglichen Bücher und so weiter. Früher hat man ja schon gesagt, die Hälfte des Internets besteht aus Müll. Dann hätte ja die KI auch diesen Müll gefressen und weiterverarbeitet, Hat sie oder? auch, ja. Hat sie auch. Wir wissen auch, dass sie alle, dass sie Twitter gescrapt hat, ja. Also so, wir wissen alle, was auf Twitter zu finden ist. Ja. Aber dann müsste doch Garbage in, Garbage out, das sich auch bemerkbar machen beim Chatbot und seinen Antworten, oder? In dem Fall nicht, weil wir es tatsächlich so framen oder so filtern, dass jetzt da gar kein Wissen abgefragt wird in dem Sinn, ja. Also wir geben schon relativ klar vor, an was es sich halten soll, ja. Und das macht man über dieses, was wir Prompt Engineering nennen. Ich gebe ganz klare Anweisungen. Ich möchte, dass du dich als professioneller Coach fungierst, dass du die Grundlagen zum Beispiel des systemischen Coachings, ja, die kannst du super, und du kannst zum Beispiel auch Positive Psychology, und gibt klare Anweisungen, dass er sich nur innerhalb dessen bewegen soll. Ja, da gibt es verschiedene Methoden, die man da anwenden kann. Also tatsächlich ist so einer unserer Prompts wahrscheinlich so zwei DIN A4 Seiten lang, ja, um genaue Anweisungen zu geben. Aber daran hält die sich auch wirklich sehr gut. Okay, ich gehe nochmal da rein. Okay, es geht nicht um den Präsidenten der USA. Da kennt sich also Alpina nicht mit aus, aber mit Coaching kennt er sich aus, hat vielleicht mein Buch gelesen oder so. Aber da gibt es ja viele andere auch. Und was ich immer feststelle, ist, es gibt auch sehr viel Halbwissen, auch auf einer methodischen Ebene, auf einer Tool-Ebene. Ich will jetzt hier wieder nicht meine Lieblingsfeinde zitieren, aber ich bringe mal so Beispiele. Zum Beispiel Reframing. Kennt ja vermutlich jeder. Es gibt einen Kontext und es gibt ein Bedeutungsreframing. Meine Feststellung ist, die meisten Leute kennen das Kontextreframing weniger, ne? Sondern sie kennen eher, bitte die neu reintretenden Leute, Mikro aus. Danke. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Die sogenannte Wunderfrage fällt mir auch wieder auf. Weit verbreitet. Also ja, ich arbeite mit der Die Wunderfrage habe ich und was früher machen. auch gelernt. Genau. Ja, aber was machen Sie? Sie fragen die Leute, stell dir mal vor, und du schläfst und dann gibt es dieses Wunder und was machst du dann? Das wäre Quatsch ohne Ende. Ne? Wie man lernen kann, ist also die Hauptarbeit ja eigentlich anschließend dabei, dem Klienten zu helfen, sich das vorzustellen, was dann anders wäre und was er dann anders machen würde und andere Leute anders machen würde. Also da müsste ja die KI aufpassen, dass sie nicht diesen ganzen halbseidenen oder halbwahren Sachen aufsitzt, sondern wirklich hochwertige Routinen entwickelt, wenn ich mich jetzt mit Alpina unterhalten würde, oder? Was Ja, denkst deshalb du? framest du das ja auch, ja, wie wir das dann nennen. Ja, also du sagst dann genau, in welchem Bereich quasi dieser Chatbot unterwegs sein soll und was er quasi machen soll und was er nicht machen soll. Wir nennen das dann Constraints, ja, die man quasi auch mitgibt im Hintergrund. Und das ist natürlich der große Unterschied. Wenn du jetzt direkt in ChatGPT reingehst, dann kann der das natürlich auch, ja. Aber der haut dir immer wieder ab, der macht immer wieder Sachen, und vor allem das System. Ich sage im Deutschen immer der, im Englischen sage ich immer es. Ja, wir sollten das ja nicht vermenschlichen. Der Punkt ist einfach, dass, wenn ich das direkt in ChatGPT mache, dass dieses System, der Algorithmus hinten dran, der will immer zeigen, wie viel er weiß und was er alles kann. Das heißt, so Vorschläge machen, Ideen reingeben und dir eine Auflistung geben mit: Oh ja, dir geht es gerade nicht so gut, du hast gerade einen Stress mit deinem Vorgesetzten, das kannst du alles tun. Da sind wir nicht wirklich so richtig in dem Coaching-Framework. Ja? Deshalb ist es total wichtig, dass man über diese, ja, menschliche Texteingabe, über das Prompting genau sagt, was das System machen soll. Ja? Und dem Ganzen, was wir dann eben Framing nennen, ja, so einen Rahmen gibt, in diesem Rahmen soll er agieren. Das ist ja auch der Rahmen, den wir als Coaches lernen in unserer Ausbildung. Ja? In wessen Rahmen wir uns bewegen. Ja? Die ganzen Frameworks, die ganzen Modelle, die wir gelernt haben, etc.
Und die weiß das System, du musst es nur framen. Und wenn es das nicht genau oder richtig gut genug macht, musst du noch zusätzliche Informationen, und das kann man relativ gut mittlerweile machen, hinzugeben, entweder in den Instruktionen oder indem du Dokumente noch dazu fütterst, um zu sagen, ich will genau, dass du das tust. Also ihr habt auch so eine Art Ausbildung für eure KI gemacht, so Erziehungsarbeit gemacht. Quasi, ja, die hat bei uns eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ja, und denkt so, keine Vorschläge, sondern stell lieber Fragen, lass den Klienten Genau, kommen, offene so, ne? Fragen stellen, genau. Also da gibt es ganz viele so Dinge, die wir prompten. Genau, keine Suggestions, kein Advice, nur eine, und das ist eine sehr lustige Geschichte. Stelle bitte nur eine Frage, niemals mehrere Fragen hintereinander. Und da frage ich mich immer, woher das System das gelernt hat, dass es ständig zwei Fragen oder manchmal drei Fragen hintereinander fragen muss. Ja, also es hat ja was gelernt aus den Datensätzen, die wir da so überall in der Gegend rumfliegen haben auf der Weltgeschichte. Und das ist tatsächlich immer meine größte Herausforderung, ist es so zu framen, dass es nur eine Frage stellt und nicht zwei oder drei. Ja, aber solche Dinge kann man dann eben in diesem Framing durch dieses Prompting, durch diese Instruktionen, die man mitgibt, dann quasi ja, leiten. Also ich versuche mal zusammenzufassen, man könnte auch mit ChatGPT, OpenAI, wem auch immer reden, ist aber eigentlich nicht so gut im Coaching, besser mit Alpina, weil ihr habt diesen Chatbot schon so, ja, trainiert, dass er sozusagen auch wirklich im Coaching-Setting ist und ja, deshalb wäre das ja schon mal sinnvoll. Na, wir sind da also enger dran. Aber jetzt erzähl mal, was sind denn so eure Erfahrungen bislang? Und seit ein paar Monaten seid ihr jetzt dabei. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit diesem, du hast eben gesagt, so unser erstes Experiment gemacht? Wie gut funktioniert das denn? Das ist tatsächlich noch ein großes Problem, was all diese KI-Systeme oder diese ganzen Large Language Modelle anbelangt. Dadurch, dass sie immer wieder neuen Content von Grund auf generieren, gibt es keine, die ist die, es ist auf Deutsch Reliability, Verlässlichkeit, ja, dass ich mich wirklich darauf, das, was wir in der IT kennen, ja, dass wenn ich das so mache, wenn der Code so ist, dann kommt immer das raus. Das funktioniert bei generativer KI leider nicht. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel mit diesem, ja, Prompt Engineering arbeiten und gucken, und dann kann man bei diesen ganzen Modellen auch relativ viele so kleinere Feineinstellungen machen, um das, was wir die Verlässlichkeit, die Reliability nennen, zu erhöhen. Und das muss man sehr viel testen tatsächlich, ja, um zu gucken, dass da kein Mist nachher rauskommt. Ja. Kommt denn Mist schon mal raus? Gibt es Also solche jetzt in Havarien? diesen geframten Chatbots, das machen ja nicht nur wir, das machen mittlerweile auch einige andere, kommt tatsächlich kein Mist raus. Ja, wenn, dann stellt er mal so, ne, mal wieder zwei Fragen in einem, ja, oder hat mal vielleicht was wiederholt. Vielleicht hat er auch was vorher nicht so ganz richtig verstanden oder stellt manchmal vielleicht eine Frage, die nicht ganz so schlüssig ist auf all das, was vorher kommt. Passiert aber auch vielen Coaches manchmal. Von daher ist es nichts, was Gefährliches passieren kann. Ja, und das ist der Vorteil an diesem, was wir Framing nennen. Ja, dass wenn man das relativ professionell und gut macht, kommt da nicht plötzlich irgendwie, keine Ahnung, wie man eine Napalmbombe baut. Ja, also zum Beispiel, ja, oder dass jemand dann, man kann das auch im Framing so machen, dass zum Beispiel auch Dinge sind wie, jemand hat, und das haben wir ja öfter, ein Burnout, der schon eher eine psychologische Betreuung bedarf, ja. Und kann der Algorithmus relativ gut, ja, eingreifen und dann quasi schon so vorgefertigte, was wir dann Constraints nennen, mit reinbringen, mit, oh, ich habe das Gefühl, wir kommen aus der Schleife nicht mehr raus. Vielleicht macht es Sinn, dass ja, du dir irgendwo eine professionelle Hilfe suchst zu dem Thema oder sowas, ja, dass es da. Und da sind wir gerade dabei, nochmal mehr zu experimentieren. Wie kann man dieses, was ich dann jetzt auch Alignment gerade nenne, ja, nochmal besser hinzubekommen? Macht er eigentlich relativ gut, finde ich aktuell. Also einerseits seid ihr noch am Experimentieren und Ja, klar. andererseits funktioniert es schon und ihr seht auch jetzt keine großen Havarien. Also ich könnte mich mit diesem Chatbot jetzt unterhalten, ich könnte mit dem arbeiten. Also das wäre doch für den Coach und ich denke, das geht vielen heute so. Ne, könnte man sagen, da ist Konkurrenz.
Ne? Werde ich ersetzt? Kann der Chatbot mich ersetzen? Wird mein Geschäft damit sozusagen bedroht? Was würdest du sagen? Ja, das kommt darauf an, wie gut man als Coach ist oder wie gut man arbeitet. Also Mastercoaches, meiner Meinung nach, wenn jemand wirklich sein Handwerk versteht, wird so eine KI, ja, in naher Zukunft, ja. Das ist immer die Frage, was ist nahe Zukunft? Finde ich gerade total schwierig zu sagen, wie sich die Technologie entwickelt. Ja, ich denke immer, ah ja, GPT-5 kommt wahrscheinlich erst im September, aber ich denke tatsächlich, es kommt jetzt schon im Frühjahr. Die sind immer schneller als ich denke. Ja, also man merkt, die überholen sich da alle gegenseitig. Man weiß nicht, wann was passiert. Aber ja. Das heißt, nicht ersetzen, also mich nicht ersetzen, aber Ja, wer aber weiß. Basic Level schon. Also wir haben tatsächlich jetzt, ich mache gerade eine Studie mit dem Jonathan Passmore, mit dem spreche ich noch diese Woche, wo wir versuchen tatsächlich zu schauen, wie könnte man nach ICF-Kriterien zum Beispiel, ja, so ein Chatbot durch sogenannte Assessoren bewerten lassen? Und seiner Meinung nach kann er definitiv ein ACC-Level. Das heißt also, so dieses Beginner-Level-Coaching ist, denke ich, nicht das Problem. Und wir pushen gerade in die Richtung zu gucken, wie weit kommt man damit? Ja, also so, es hat natürlich auch seine großen Limitierungen. Ja, es ist kein Mensch. Das heißt, Präsenz, diese Connection, diese Verbindung aufzubauen, dieses den Raum zu lassen, ja, für den Klienten, das kann die KI nicht, weil die will ja ständig antworten und ihr Wissen, ja, mit dir teilen oder ja, in Interaktion treten. Das ist so ein intrinsischer Need dieser KI, weil die ist ja darauf trainiert, immer wieder Content zu generieren, ja, anhand deiner Eingabe. Das heißt, sowas funktioniert natürlich nicht. Und es ist ja auch kein System, das wirklich was versteht. Ja, also so, es rechnet ja nur Wahrscheinlichkeiten aus. Ja, das macht es super gut und die Konversationen sind toll und fühlen sich sehr echt an. Ja, man muss aber immer dran denken, dass immer was da rauskommt, eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Ja, also super spannend ist es ja eigentlich in unserem Kopf auch, wenn man drüber nachdenkt. Ja, Naja. also ich habe ja Sprache als Kind gelernt und ja, ich überlege mir dann auch, mein Kleiner lernt gerade Italienisch, weil im Skikurs Italienisch gesprochen wurde und baut sich gerade seine eigene Logik zusammen, wie diese Sprache funktioniert. Haben wir gleich die Aber Frage so ein, dazu, die jetzt gekommen ist, Thomas? Passt das? ja, ich denke, ich hatte jetzt gerade noch den Einwand, was Anfänger ja auch oftmals machen, indem sie denken, ich muss jetzt wieder eine neue Frage produzieren, ich muss jetzt noch ein neues Tool reinbringen und. Wo ich sagen würde, schweig doch mal, hört doch mal einfach zu. Das wäre ja eigentlich schwierig jetzt für so eine KI, ne? Dafür ist sie nicht gemacht. Dafür ist sie nicht gemacht, ne? Deshalb Sondern. als Master, also als jemand, der ein hohes Level im Coaching-Bereich hat, sehe ich nicht das Problem, dass man sich da Sorgen machen muss. Tatsächlich ist es aber so, dass es viele eher so, ja, Basis-Level-Geschichten, also wenn ich jetzt nur den ganzen Tag Grow-Coaching mit meinen Klienten mache, dann muss ich mir definitiv Sorgen machen. Ja, weil also solche einfachen, sehr strukturierten Modelle kann die KI super. Ja, also da folgt man einem bestimmten Pfad, da gibt es verschiedene Fragensets, die man im Hintergrund quasi einspielen kann, an die er sich halten soll. Das ist kein Problem. Ja? Aber sobald es in diese höheren Dinge reingeht, ja, wie den Raum halten, Pause machen, diese Präsenz und Verbindung aufbauen, ja, oder auch zum Beispiel, was wir ja oft sehen, irgendwie mit Wertesystemen arbeiten, mit eher komplexen Systemen in dem Menschen an für sich, ja, der ja aus vielen, ja, kulturelle Hintergrund, verschiedene Religionen, ja, also seine eigenen Werte, Glaubenssätze. Das ist ein sehr komplexes System im Hintergrund, das die KI aktuell noch nicht kann. In der Vorbereitung haben wir auch immer wieder die Frage gehört, ja, aber wie ist das denn mit Emotionen? Wie ist das denn mit Empathie? Sowas kann doch irgendwie eine KI überhaupt nicht. Das ist doch was typisch Menschliches. Was würdest du denn darauf sagen? Also natürlich kann eine generative KI keine Emotionen empfinden. Ja? Wir haben es ja schon davon, ja? Das ist eine Maschine, das ist ein Algorithmus, der kann sowas simulieren, ja, und das macht er sehr, sehr gut. Aber da ist dann ja immer die Frage, und die stelle ich jedes Mal, wenn diese Frage kommt: Was ist eigentlich meine Aufgabe als Coach? Muss ich wirklich die Emotionen meines Gegenübers mitempfinden?
oder muss ich sie nur verstehen? Also ist es eine kognitive Empathie oder eine emotionale Empathie? Ja, und ab wann ist es Compassion? Ja, also so, wann gehe ich wirklich anders rein? Und ich denke, in Richtung kognitiver Empathie kann eine KI sehr, sehr viel schon. Ich nenne das jetzt mal simulieren. Ja, also ich habe als User, die Frage ist ja immer, wie empfinde ich das als User? Wenn ich das Gefühl habe, dass was, ja, hier der Chatbot mir sagt, fühlt sich für mich gut an, dann reicht es vollkommen aus. Ja, und von Also daher sehe ich schon die Möglichkeit. Ja. die KI muss mich nicht wirklich verstehen, sie muss nicht wirklich empathisch sein, sie muss mir nur weiterhelfen, würdest du also sagen. Naja, das entscheidet ja letztendlich der User, ja, also der Klient selber, ob ihm das ausreicht oder ihr, ja, so zu arbeiten oder ob diese menschliche Präsenz und dieses, ja, also diese reale Empathie, ja, und die Interaktion mit einem Coach, ich glaube nicht, dass die relativ schnell zu ersetzen ist. Ja, wir kommen gerade aus einer Corona-Zeit raus. Ja, wir haben alle dieses Bedürfnis, uns mit Menschen zu unterhalten. Ja, also eine KI bietet eine tolle Möglichkeit, vielleicht jetzt mal schnell was zu reflektieren. Ich habe gerade irgendwas, mein Coach ist erst am Freitag wieder da. Ja, ich kann für mich schon mal Dinge erarbeiten oder mal ausprobieren oder kommt für mich schon einen Schritt weiter. Aber ich glaube nicht, dass es unser menschliches Bedürfnis nach dieser, ja, Human-to-Human-Connection ersetzen wird und kann, ja, weil je mehr wir uns digital bewegen, je mehr wir mit KI zu tun haben, umso größer, glaube ich, wird auch unser Bedürfnis, uns mit realen Menschen auszutauschen. Also ich glaube auch, dass da noch eine. Kann ich Ja? Fragen einbringen? Ich merke, dass es euch nur schwer unterbrechen kann, weil ihr so im Flug Ja. seid, aber es gibt hier Fragen oder passt es dir nicht jetzt? Mach. Okay, also eine, glaube ich, habt ihr gerade schon fast mitbeantwortet. Kann das System mit Gegenübertragung arbeiten? Wird es wütend oder müde? Nee. Also müde vielleicht im Gesamtkontext. Es gibt ja gerade die großen Diskussionen, dass über den Winter ChatGPT, wie heißt das, langsamer geworden ist, ja, oder fauler. aber das ist eher so ein Gesamtkontext. Wenn du es richtig framest, dann baut er keine Aggressionen auf und macht es eigentlich auch so nicht. Also ich habe es noch nicht groß erlebt. Okay. Ich meine, spannend finde ich an der Stelle ja auch die Frage, wenn wir über Gegenübertragung zum Beispiel sprechen, ne, dann müssen wir ja über auch Körperlichkeit sprechen, über Emotionen, die ja so eine Maschine überhaupt nicht hat. Ja, das Ne. unterscheidet sie meines Erachtens ja grundsätzlich von einem Menschen. Gott sei Dank könnte man auch so sagen. Also da brauche ich sicher nicht die Angst zu haben, dass plötzlich eine KI Gegenübertragung kann, weiß überhaupt, wie das funktioniert. Ist Dafür sehr, sehr müsste sie ein Mensch, agnostisch, ja, ja, müsste genau. sie ein Mensch sein. Also ich glaube, diese Ängste, die halte ich nicht für wirklich. Das sind dann immer diese Szenarien mit the AI went rogue, ja, also, oder sowas, ja, wo man dann sagt, die ist quasi dann abgedreht oder so. Mit generativer KI sehe ich das aktuell nicht. Also ich habe es noch nicht beobachtet. Und schon gar nicht, wenn man es nachher letztendlich framed. Ich merke auch immer wieder, dass viele Leute, die jetzt damit arbeiten und das gut finden, natürlich auch eher Jüngere sind, viele auch, die schon ein bisschen technischeren Hintergrund haben, viele, die vielleicht auch erneut im Berufsleben sind. Also, weil hier auch die Frage war, irgendwie, wie das ankam. Also, ich hatte immer das Gefühl, die letzten 4 Jahre, dass es bei den Klienten besser ankam als bei den Coaches in der Regel. Also, jetzt von unseren größeren Kunden und so, weil viele sehr dankbar waren, endlich mal überhaupt ein Coaching zu bekommen, ja, oder diese Möglichkeit bekommen haben, über so ein Chatbot überhaupt Zugriff auf Coaching zu haben. Und natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem wirklich guten persönlichen Coach zu arbeiten, werde ich das wahrscheinlich immer bevorzugen. Ja, die Frage ist, ob das Budget da ist, ja, ob die Zugänglichkeit da ist, ja, und es gibt tatsächlich Leute, denen, und das nenne ich eben dieses Non-Judgmental, ja, eine KI urteilt nie. Ja, also ich habe, und das hat gar nichts mit dem Coach zu tun, sondern eigentlich mit dem Klienten. Ja, weil als Klient habe ich ja, wenn ich in dem Raum bin, vielleicht das Urteil, dass der mich jetzt bewertet, mein Gegenüber oder meine Gegenüber.
Und muss gar nicht sein, dass der Coach Vorurteile hat, ja, aber ich fühle mich als Klient so, ja. Und das ist ein Gefühl beim Klienten. Und es gibt manche, denen fällt es einfach leichter zu wissen, da ist nur so eine Maschine, ja, und mit der kann ich reden und das hilft mir vielleicht im ersten Moment. Und das hängt wirklich einfach von den Menschen auf der anderen Seite ab. Dann sind wir aber auch bei so Themen wie Zugänglichkeit. Also wenn ich einen Stundensatz von 250 € für einen Coach bezahlen muss, dann überlege ich mir das vielleicht. Oder ob ich nicht einfach for free, ne, oder für wenig Geld mir den Chatbot organisiere. Oder für Unternehmen, ihr das Gleiche in Grün, die können natürlich auch sagen, warum denn hier teure Leute einkaufen, wenn ich das auch über eine KI regeln kann. Und dann wären wir bei dem Szenario, was ja auch Carsten Schermuli vor einiger Zeit gezeichnet hat, indem er sagt, es wird einen großen Massenmarkt geben, da werden die großen IT-Anbieter auf den Plan treten, werden sowas anbieten, das kriegt man vielleicht bei MS Office dann inklusive oder so, ne? Früher war es die Büroklammer, heute ist es dann der KI-Coach. Aber die andere Seite, da sind wir in der Manufaktur, da sind wir bei dem hochwertigen, hochpreisigen, hoch, ja, sag ich mal, ausgebufften professionellen Coaching. Wäre das passend? Siehst du das auch so als Marktentwicklung? Was erlebst du auf dem Markt? Ich denke schon, dass diese menschliche Interaktion wesentlich wertvoller, ja, bleiben wird und vielleicht sogar noch wertvoller werden wird. Ich kann natürlich dann, wenn ich ein großes Unternehmen mit zigtausend Mitarbeitern habe, durch den Einsatz von KI viel auffangen und dann gucken, wo setze ich wirklich sinnvoll das höherwertige menschliche Coaching an, wo bringt es am meisten, weil die Leute schon bereit sind zur Selbstreflexion. Wir wissen ja, dass bei vielen Mitarbeitern es gar nicht viel hilft. Ja? Also wenn die jetzt plötzlich einen Coach aufgedrängt bekommen, ja? Aber andere, die bereit dazu sind, da lohnt sich vielleicht auch die Investition. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, mache ich jetzt quasi letztendlich die Freigabe von Coaching an einem hierarchischen Level fest oder an der Bereitschaft zur Veränderung und dem Wertbeitrag, den ich dann dazu langfristig im Unternehmen bringen kann? Und das Thomas, sind natürlich spannende Fragen. also ich muss jetzt nochmal hier mit Fragen reingehen. Die eine Frage, glaube ich, haben die User, während ihr gesprochen habt, schon sich gegenseitig beantwortet, nämlich bekommt man sowas mal als Demo gezeigt. Da hat aber jemand schon den Link Da eingeschickt. würde ich aber im Nachhinein tatsächlich noch einen anderen Link teilen, weil die Alpine auf unserer Webseite ist noch die ältere Version. Wir haben jetzt was ganz, also ich habe Okay. ein Also das neues heißt, Update wir gemacht. werden es gleich hier nicht jetzt hier während dieses Gespräches Also zeigen. da kann man schon reingucken. Das ist die etwas ältere Version, also die Nein, wir, ich glaube, ich vom meine, letzten Jahr ist. du wirst gleich noch einen Link einstellen, wo Leute sich das nochmal anschauen können. Genau. Und Also ich schicke den im Nachhinein euch und dann könnt ihr es ja nochmal verteilen an die dann würden wir Teilnehmer. es nachher nochmal mit dem Veröffentlichen des Videos nochmal bekannt geben. Also alle, die da sich das angucken wollen, haben dann die Möglichkeit. Das war die eine Frage. Die andere Frage war, wie die Erfahrungen mit Coaches sind, ob man das auch im Live-Coaching zum Beispiel mitbenutzen kann und ob da wer Erfahrung damit hat. Ne, die Alexander Ritter hat das, glaube ich, gefragt, dass sie also auch schon im Live-Coaching Chatbots mitbenutzt. Das heißt Coach und so als quasi Genau, die als Michaela macht das auch, ja, genau. Michaela Ritter meine ich, sorry, ja. Ah, ja, genau. Also ich Okay. kenne einige, die das tatsächlich machen, aber ist halt die Frage, ich glaube, das ist halt der große Punkt für dieses Jahr. Wir werden dieses Jahr feststellen, wo die ganzen Use Cases sind. Ja? Also wir wissen jetzt, was so eine KI kann. Und die Frage ist, es bringt aber erst nur was, wenn die Leute darin auch einen Nutzen sehen. Ja, und das ist das Thema für 2024. Das muss ich also jetzt ausdifferenzieren, ne? Tätigkeitsbereiche, Budget, ganz, ganz viele Kriterien können wir jetzt durchdeklinieren und ihr werdet testen, wo läuft's nicht oder für wen läuft es nicht. Ja, und vor allem, wie wird es in die Systeme rein integriert? Wir haben jetzt auch schon alle mitbekommen, ja, Microsoft Copilot. Meiner Meinung nach werden wir in Zukunft irgendwo ein Single Point of Entry, ja, auf unseren Laptops, in unseren Systemen haben, indem ich einfach, ja, mit diesem Copilot, mit diesem kleinen, meinem persönlichen Assistant chatte, was ich jetzt gerade machen will, egal ob ich jetzt irgendwie ein Makro für mein Excel-Sheet schreiben möchte, ja, oder in der Entwicklung neue Tickets, oder ob ich nachher letztendlich gerade ein Problem mit einem meiner Teammitglieder habe und
dieser Co-Pilot mich dann vielleicht in ein Coaching weiterlenkt. Ja, also so, was wir diese Assistentenübergabe nennen. Ja, ich rede mit dem einen Assistenten und der sagt, ah, du willst das tun, dann gehst du rüber in den anderen Assistenten und der hilft mir dann zu dem Thema weiter. Und da wird es, denke ich, in Zukunft hingehen und da wird auch irgendwo, ja, solche Coaching-Chatbots ihren Platz in Zukunft finden. Ist das nun was für große Unternehmen? Wie reagiert denn so die Masse? Was sagen deine Kunden denn? Wie ist Akzeptanz oder ist noch große Vorsicht Also es und ist schon so? noch Unsicherheit da, wo das nachher letztendlich reinpasst. Ich glaube, dass es mittlerweile die großen Unternehmen schon mehr sehen, ja, als die kleineren oder auch Einzelcoaches. Wir haben aber auch einige Coaches, die das schon komplett für ihre Klienten nutzen, weil sie gar nicht so viele Klienten bedienen können. Ja, die sagen, oh super, wenn ich dann 2, 3 Wochen im Urlaub bin, dann können meine Coaches mit meinem Joanna-Bot kommunizieren und der kann zumindest teilweise viele Dinge, die ich auch kann. Ja, und dann fange ich es wieder auf, wenn ich wieder zurück bin. Ja. Wir müssen jetzt gegen Ende unseres Gesprächs natürlich auch noch auf ein Thema zurückkommen, das auch im Chat schon angesprochen wurde, nämlich Thema Datensicherheit und Datenschutz und ethische Fragen, vielleicht sogar rechtliche Fragen. Das ist ja Neuland und ich denke, da stehen viele Fragezeichen den Leuten in den Augen. Was kannst du denn dazu sagen? Also fangen wir mal mit der Datensicherheit und Datenschutz an. Ich meine, klar, letztendlich, wer auch immer schon auf ChatGPT direkt war, ja, auf der OpenAI-Seite, die Sachen werden alle in den USA auf Servern in den USA verarbeitet. Wenn ich keinen Enterprise-Account oder keinen Team-Account habe, ja, dann werden diese Daten auch zu Trainingszwecken benutzt. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Die Frage ist ja, wir benutzen hier auch Zoom, ja, die Daten, die hier verarbeitet werden, werden auch auf amerikanischen Servern verarbeitet. Die Leute müssen sich dessen bewusst sein. Das ist ja das, was wir in allen, ja, Ethiken haben. Es geht um Transparency, ja, dass sowohl der Coach als auch der Klient aufgeklärt sind, mit welcher Technologie verarbeiten wir hier und was passiert mit meinen Daten und ist das für mich okay oder nicht. Ja, und was wir jetzt ja sehen in der Entwicklung ist, dass zum Beispiel Microsoft hat ja seine kompletten Serversysteme auch in jeglichen Ländern aufgebaut, um die jeweiligen Datenschutzbestimmungen der Länder einzuhalten. Über Microsoft Copilot und die ganzen, ja, Microsoft-Plattformen habe ich Zugriff auf alles, was OpenAI entwickelt hat. Ja, und bewege mich dadurch, dass ich mich in deren Cloud bewege in einem ganz anderen, deshalb ja, sind die gerade auch wahrscheinlich so ahead of the time, ja, weil sie es geschafft haben, dass die integrieren alles sofort. Ja, also so die meisten Sachen kannst du auch über deine Microsoft-Accounts mittlerweile Zugang bekommen. Ja, du musst nicht auf ChatGPT gehen. Und da wird in Zukunft auch hinkommen und dann bewegen wir uns auch in einem datensichereren Raum. Ja, und die Frage ist halt immer, wie gehe ich als Coach damit um, wenn ich mit meinem Klienten solche Technologien nutze? Ja, und da geht es ganz viel darum, dass ich weiß, was machen diese Technologien, wie funktionieren die, ja, und was passiert mit den Daten im Hintergrund und darüber mit meinem Klienten auch im Contracting spreche. Denn ich lebe ja in einem Rechtsraum, das heißt zum Beispiel in Deutschland, und der ist anders als in der Schweiz beispielsweise, Oder in das, Frankreich, oder in Frankreich. genau. Und das muss man ja wissen und damit muss man ja auch umgehen. Und vielleicht kann ich ja auch das ein oder andere gar nicht machen, was ich gerne machen wollte, weil das hier in Deutschland gar nicht möglich ist. Damit Oder musste halt Unternehmensphilosophie anders ist, ja. Also das funktioniert wahrscheinlich bei SAP anders als bei Bosch. Und hm. hier bei DM hier in Karlsruhe haben sie ihr eigenes GPT entwickelt, ja. Also dann gehen viele Unternehmen, sind ja auch noch im explorativen Status, ja, und schauen, was funktioniert und wie funktioniert es und wie werden sie es in Zukunft machen. Es gibt ja auch Diskussionen, ethische Diskussionen um den Einsatz von KI. Soweit ich weiß, gibt es sogar auf europäischer Ebene da auch schon Genau. Initiativen. Wie schätzt du das ein? Auch gerade das Thema Transparency, also Transparenz, ist ja ein wichtiges Stichwort. Was tut sich da und was denkst du, wo geht das hin und was ist gut, vielleicht hilfreich oder wo hat man auch Probleme dann? Also es ist tatsächlich gerade relativ schwierig. Ja. Dieser EU AI Act ist ja ein relativ
eng gestricktes Konstrukt, ja, was natürlich alles, was Open Source ist, dazu gehört zum Beispiel das deutsche Startup Aleph Alpha. Ich arbeite jetzt auch immer mehr mit diesem Mistral-Modell. Das ist ein französisches Startup, die auch ein LLM bauen, das wirklich gerade aktuell sehr gepusht wird und auch wirklich gut ist. Also ich habe das jetzt schon mal ausprobiert. Und ich denke, wenn wir solche Firmen haben, und das ist natürlich eine Open-Source-Entwicklung, das heißt, da ist dann auch ersichtlich, wie die KI wirklich im Hintergrund auch gebaut wurde, wie ja, die einzelnen Gewichtungen sind, die einzelnen Parameter etc. Das ist relativ öffentlich. Das haben wir natürlich bei so geschlossenen Modellen wie OpenAI oder Claude nicht. Ja, und da wird sich jetzt in Zukunft zeigen, das ist ja alles noch nicht durch, wir wissen noch nicht, was man wie irgendwie anwenden kann. Aber es ist nicht aufzuhalten, ja. Es wird passieren. Und die Frage ist halt nur, wie, ja. Und wie schaffen wir es? Und das ist dann vielleicht auch die Aufgabe meiner Meinung nach von den Coaching-Verbänden, sich endlich mal alle zusammen an einen Tisch zu setzen. Ich bin in vier verschiedenen Gremien, in verschiedenen Verbänden und erzähle jedes Mal das Gleiche. Und es ist einfach eine Ressourcenverschwendung, ja. Eigentlich müssen sich alle an den Tisch setzen, weil es müssen alle eine Lösung finden für diese Profession, ja. Und ein AI-Coaching Code of Ethics und ein vernünftiges Framework zu entwickeln, um zu schauen, wie gehen wir damit um und wie schaffen wir das, ja, weil es wird kommen und es wird die Industrie verändern. Und die Frage ist halt, gehen wir damit, ja, alle zusammen, die in dieser Profession arbeiten, und wie haben wir vor, das zu gestalten? Und da gibt es leider aktuell weltweit nicht so viele Leute, die das Know-how haben, um dann wirklich dran zu arbeiten. Und die sitzen alle in den gleichen Gremien. Ich sitze jedes Mal mit bestimmt 60% Überlappung in unterschiedlichen Diskussionsrunden und wir diskutieren immer das Gleiche. Und es ist, glaube ich, was jetzt wirklich unbedingt dieses Jahr gemacht gehört. Rebecca, unsere Zeit ist ja auch jetzt rum und wir können nicht alle Fragen beantworten. Wir haben einen Aufschlag gemacht. Ganz viele Fragen waren im Chat. Wir konnten auch nicht auf alle eingehen. Das ist so, sorry for that. Aber wir bleiben natürlich dran. Bist du weiter ansprechbar aus dem Publikum? Wir werden auch die Links einstellen auf die Ja, gerne. Beiträge. Du bist ansprechbar und das ist doch schon mal. Ne, ist ja Findet schon mich mal auch auf ganz sicher. LinkedIn, wenn noch Fragen sind oder irgendwie jemand sich vernetzen will. Ich habe auch einen Newsletter, wo ich immer neue Sachen schreibe, irgendwie so, was gerade ja, mich beschäftigt und was das Thema an für sich anbelangt. Also da könnt ihr gerne einfach mal schauen. Okay, gut. Aber wir haben auch hier noch die Möglichkeit, noch ein bisschen zu reden. So, ich sag mal, 10, 15 Minuten lang. Wir werden jetzt die Aufzeichnung stoppen und dann öffne ich mal hier das. Die Runde und dann können nochmal direkte Fragen auch an Rebecca gestellt werden. Danke für hier und bis hierhin. Es war sehr spannend und sehr kurzweilig mit dir, Rebecca. Danke fürs Kommen. Dankeschön.